Hallo und herzlich willkommen bei Electric Dave. Heute habe ich ein Video für euch, da geht es um Ladelogistik und Ladeequipment. Da möchte ich euch mal zeigen, was für Ladeequipment man im Auto, in einem Elektroauto mitführen sollte oder mitführen kann. Ich werde dies am Beispiel meines Hyundai Ioniq Electric machen, werde aber gerne auch Kommentare immer wieder abgeben, was für andere Elektrofahrzeuge vielleicht mehr Sinn macht, weil die Fahrzeuge haben Unterschiede, wo es wirklich Sinn macht, teilweise anderes Equipment zu haben. Ja, ich musste gerade mal kurz hier ins Auto flüchten. Ich habe schon draußen angefangen zu drehen, aber bei 0 Grad Außentemperatur und Wind ist das echt unschön. Zudem nieselt es auch noch, also ist echt, ich weiß nicht, was das Wetter momentan hat. Gut, dann schauen wir mal meinen Kofferraum, wie es da aussieht. So, öffnen wir mal das schmutzige Ding. Und das ist der Inhalt meines Kofferraums, wenn das Maximum bei mir an Equipment ausgereizt ist. So, zum Ladeequipment gehört nicht dazu. Das ist das hier, das ist einfach nur eine Wolldecke und ein Nackenhörnchen. Das, falls ich mal wirklich während dem Laden mal ein Nickerchen machen möchte oder mich ausruhen möchte, das kann man quasi mal vernachlässigen. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, deswegen mal auf die Rückbank. So, das ist mein Ladeequipment. Ich fange mal an mit dem, was ich als erstes wegstellen werde. Und zwar ist das hier meine Kabeltrommel. Ich habe eine 40 Meter Kabeltrommel, normal für Schuko-Stecker, Außenbereich tauglich, wasserdicht, mit Überhitzungsschutzschalter. Die habe ich anfangs genommen, als ich mich noch nicht so sehr ausgekannt habe mit den ganzen Ladesäulen in der Fremde. Dass man wirklich an der Autobahnraststätte einfach mal zur Not schnell laden kann. Dass man sagen kann, okay, ich möchte... Bei der Tankstelle, da fragt man mal nett nach, das ist oft möglich. Bevor man stehen bleibt, machen die das gerne. Dass man einfach an jeder Shell-Tankstelle zum Beispiel im Shop irgendwo eine Steckdose findet und da sein Auto auflädt. Und da ist so eine 40 Meter Kabeltrommel natürlich sehr praktisch, denn die ermöglicht ja einem das Fahrzeug auch irgendwo anders hinzustellen und nicht direkt vor den Eingang. So. Zu der Trommel vielleicht noch, man muss sie immer ganz ausrollen, das ist wichtig, weil sobald man noch ein bisschen was drauf lässt, auch wenn es nur 4 Meter sind, sobald es noch gewickelt ist, erwärmt sich dieses Kabel extrem und nach, ich sag mal, einer Stunde reagiert dieser Überhitzungsschutzschalter und die Kabeltrommel schaltet sich ab und es lädt nicht mehr. Das ist einfach nur ein Schutzmechanismus, man muss es halt wissen, weil... Sonst hat man das Auto ewig dranhängen, aber es lädt irgendwann nicht mehr weiter. Das ist blöd. Aber gut, dass dann nichts anfängt zu brennen. So, die stelle ich jetzt erstmal weg. Als nächstes habe ich mir ein Typ 2 Kabel selbst besorgt, selbst gekauft. Und zwar ganz normal, Typ 2, einmal für die Säule und einmal fürs Fahrzeug. Das Kabel hat 10 Meter Länge. Habe ich deswegen gekauft, weil doch öfter irgendwelche Ladesäulen zugeparkt sind, wo Verbrenner davor stehen etc. und ich einfach nicht dran komme. Und mit dem original Hyundai Kabel, wozu ich gleich nochmal komme, was einfach nur 4 Meter hat oder so, da reicht es nicht. Und mit diesen 10 Metern konnte ich schon einige Fahrzeuglängen überbrücken und kam letztendlich doch an die Ladesäule ran. Es hat halt noch eine schöne Tasche. Ich hole es jetzt nicht raus, weil es ist etwas, ja, sag mal, unhandlich. In dieser Tasche ist das ganz praktisch zu transportieren. Es hat halt wirklich den Nachteil, dass es jetzt im Winter extrem steif ist. Das heißt, es verkuddelt und wenn man sich nicht die Zeit nimmt, nach dem Laden das zusammenzurollen und da wieder reinzupacken, dann wird das Kabel nach einer Woche irgendwann so knitterig, dass man es einfach komplett ausrollen muss und neu zusammenlegen sollte. Ja, aber im Sommer wird das dann wieder ganz geschmeidig sein. Was ich noch zu dem Kabel sagen möchte, ich habe ein dreiphasiges Kabel genommen, weil ja, ich kein einphasiges gefunden habe zu dem Zeitpunkt. Es macht aber gar keinen Sinn. Der Hyundai Ioniq lädt nur mit einer Phase. Mehr kann er nicht. Demnach ist es verschenktes Geld und verschenkte Dicke vom Kabel, wenn ich alle Phasen hier habe am Kabel. Außer ich sage, okay, ich möchte noch mehr Elektroautos vielleicht damit laden, wenn ich dann auch noch, wenn ich noch einen Zoe habe oder so,
Bei einem Zoe macht das auf jeden Fall Sinn, dieses dreiphasige Kabel, weil der kann alle nutzen, beim Ioniq eben nicht. Deswegen, wenn man nur an Ioniq fährt und plant auch nicht in der nächsten Zeit umzusteigen, lohnt sich ein einphasiges Kabel allemal. Und das könnte auch günstiger sein. Gut. Beim Tesla übrigens genauso wie beim Zoe. Als nächstes. Der Ladeziegel, wie er so schön genannt wird. Das ist das Original-Ladegerät von Hyundai. Das habe ich gar nicht immer dabei. Das habe ich manchmal auch einfach zu Hause liegen. Das ist auch, wo man auch die Möglichkeit hat, quasi mit einem Schokostecker und einem Typ 2 auf der anderen Seite sein Fahrzeug zu laden. Das Kabel benutze ich auch ganz selten eigentlich nur. Manchmal vielleicht zu Hause, aber nur wenn ich das Auto vorheizen möchte für die Fahrt. Ansonsten lade ich zu Hause sehr wenig. Ich brauche es meistens nicht. Ich komme meistens mit einem relativ gefüllten Akku nach Hause. Und dieses Ladekabel braucht auch sehr, sehr lange zum Laden, weil es ist nur mit 10 Ampere abgesichert. Ich werde da nochmal ein extra Video zu machen zu den ganzen Ladeströmen, weil ich habe nämlich jedes Kabel bisher, habe ich getestet mit der App Torch. Ich weiß nicht, ob man es sieht, vorne hängt mein Tablet drin. Da habe ich alle Ladeströme gemessen, welches Kabel, welches Ladegerät, was gibt wie viel Strom ins Auto. Da werde ich nochmal ein extra Video zu machen. Zu dem Kabel kann ich es auch gerade sagen. Also bei diesem Kabel, wenn ich beim Fahrzeug die maximale Ladestromstärke eingestellt habe, kann das mit 2 kW laden. Zumindest kommen 2 kW maximal an am Fahrzeug. Weil Ladeverlustleistungen sind dann doch spürbar. Das ist bei allen so, also es wird immer mehr angegeben, als letztendlich ankommt. Gut, dieses Kabel habe ich nicht immer dabei. Meistens liegt es im Keller oder hängt zu Hause an der Wand, wo ich auch dann manchmal lade, aber wie gesagt nicht oft. Ist natürlich eine Alternative, wenn man nicht das hat, was ich jetzt noch habe. So, wo mache ich jetzt weiter? Wo wir gerade bei der Kabeltrommel eben gewesen sind. Es reicht auch eigentlich aus, wenn man einfach hier, ich habe hier ein 4 Meter Verlängerungskabel. Das ist schon eine super Sache. Das kann mal wirklich ein paar Meter überbrücken, wenn man jetzt mit dem Notladekabel, was ich eben gerade gezeigt hatte, lädt. Dann kann man damit natürlich nochmal eine ganz gute Strecke überwinden. Das Notladekabel hat ja auch relativ viele Meter. Ich weiß gar nicht, ob das 3-4 Meter hat oder so. Auf jeden Fall ist das eine Alternative. Ich habe das halt zusätzlich noch dabei, damit ich nicht immer die Kabeltrommel ausrollen muss. Wobei ich die Kabeltrommel auch nicht immer dabei habe. Das passt auch wunderbar hier drunter und stört somit gar nicht. Das ist jetzt mit einer Hand ein bisschen schwieriger, aber das passt. So. Jetzt das Original Hyundai mitgelieferte Typ 2 Kabel. Ja. Meiner Ansicht nach ist das Ding völliger Unfug eigentlich. Es ist zwar super handlich und praktisch, aber eigentlich kann es nichts. Das ist traurigerweise so. Ich habe es dabei, weil ich hier noch einen Adapter drin habe, ein Ladegerät. Das werde ich gleich nochmal zeigen. Also mit diesem Ladekabel, was dabei ist, kann man an öffentlichen Ladesäulen einfach laden, so wie mit meinem 10 Meter Kabel. Nur, dass der Nachteil hier ist, dass das nur mit 20 Ampere abgesichert ist. Das 10 Meter Kabel, ich glaube, ich habe es vergessen zu sagen, ist mit 32 Ampere abgesichert. Das heißt, bei 32 Ampere kann ich wesentlich höhere Ladeströme erzeugen. Bei 32 Ampere wären das nämlich 6,5 kW, die am Fahrzeug ankommen, laut meinen Messungen. Bei diesem Ladekabel sind es nur 3 kW. 3 kW, das ist ja traurig, weil das ist schon im Schokosteckerbereich, wenn man es so möchte. Aber das ist halt von werkseitig so geliefert, weil in Deutschland aufgrund der einphasigen Nutzung eine Schieflast des Netzes nicht gewünscht ist. Wenn man alle drei Phasen gleich nutzt, hat man ja einen gleichmäßigen Strom, eine gleichmäßige Stromentnahme und Stromfluss. Wenn man aber nur eine Phase zieht, dann ist es ja nicht, wie soll ich sagen, gleichmäßig. Und
Wenn man da jetzt die vollen 32 Ampere aus einer Steckdose rauszieht, entsteht eine Schieflast. Und wenn das jetzt mehrere machen würden, auf jeden Fall gefällt dem Umspannwerk nicht, also dem Stromanbieter gefällt sowas nicht. Und das ist auch in Deutschland nicht so gewollt. So, deswegen wurde das mit 20 Ampere abgesichert, hat dadurch eine geringere Ladeleistung. Das heißt, ich gebe das Fahrzeug an einer Säule mit 22 kW, trotzdem nur in, das braucht er, dann über 6 Stunden braucht er auf jeden Fall. Und das ist schon recht lange, aber das Kabel ist halt handlich. Deswegen habe ich es. Würde es aber auch ersetzen durch ein einphasiges 32 Ampere Kabel. So. Jetzt kommen wir zu meinem Köfferchen hier. Das habe ich mir so selbst eingerichtet und darin befindet sich der Go E-Charger. Fangen wir gleich mal mit dem kleinen Teil an, der gehört gar nicht dazu zu dem Go E-Charger. Und zwar ist das einfach nur ein Personenschutzschalter. Personenschutzschalter. Das ist quasi ein FI, den man zwischen das Ladegerät steckt. Wenn man jetzt an der Schokosteckdose arbeitet, also lädt, hier steht auch direkt einen neben meinem Auto, dann kann man quasi das reinstecken und ist auch außenbereich tauglich, also wasserdicht. Steckt man halt jetzt sein Ladegerät rein und hat hier die Möglichkeit quasi eine Sicherung dazwischen. Also testen kann man das auch, dann geht das aus. So. Das ist dafür da, gerade bei dieser Steckdose muss ich das dazu sagen, es wurde, also ein FI-Schalter hat ja jeder Haushalt normalerweise, jeder moderne. Aber bis in den späten 60er wurden in Wohnhäusern die Stromleitungssysteme noch anders aufgebaut. Und zwar, da wurde die klassische Nullung verwendet. Das heißt, man hat nur zwei Adern zu einer Steckdose geführt. Das bedeutet, der Schutzleiter wurde meist nicht verwendet. Der ist nicht an der Steckdose angeklemmt oder er hat einfach keine Funktion. Das kann sehr gefährlich sein, wenn man Geräte hat, die aus Metall sind, wo das Gehäuse quasi aus Metall ist, dann kann da ein Fehlerstrom fließen. Es kann auch lebensgefährlich sein. Das wurde später dann verboten. Aber es gibt immer noch ältere Häuser, die das haben. Und wo halt die ganze Unterputzleitung müssten rausgeklopft werden, das wäre ein Riesenaufwand. Deswegen macht man das auch nicht. Und genau für diesen Zweck gibt es dieses Gerät. Das sorgt dafür, falls irgendwo ein Fehlerstrom ist, dass ausgeschaltet wird. Denn genau meine Steckdose hier hat dieses Problem. Es ist eigentlich unproblematisch, es passiert nichts. Aber im Falle des Falles wollen wir doch abgesichert sein. So, jetzt kommen wir zu dem Wirrwarr hier. Ich lege das mal alles ein bisschen separat. So. Das ist der Go E-Charger. Ein Gerät, was ich, wie man sieht, an einer 32 Ampere CE-Dose anschließen kann. Auf der anderen Seite befindet sich ein Typ 2 Stecker für unser Ladekabel. Für jedes Typ 2 Ladekabel. Dieses Gerät hat ja nur eine CE-Dose. Somit bin ich schon mal flexibel, was so Industriedosen betrifft. Möchte ich jetzt aber noch mehr, habe ich hier die Möglichkeit, quasi von dieser 32 Ampere Dose auf eine 16 Ampere zu gehen. Also hier auf der Seite habe ich die 32er, hier habe ich die 16er. So, das schließe ich quasi hier an und kann auch eine 16 Ampere. Das Gerät erkennt das auch immer. Diese Möglichkeit habe ich auch hier von der 32 Ampere Dose wieder mal auf eine Campingdose. Hier diese Caravan-Dosen sind das auch. Nennt man auch Schoko, aber ja, Schoko CE. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie man sie nennt. Auf jeden Fall ist es dieser Caravan-Anschluss, den es an den Campingplätzen immer gibt. Die Wohnwagen haben diesen Anschluss. Der ist definitiv mit 16 Ampere auch abgesichert. Diese Dosen. So, und dann zu guter Letzt das gleiche Spiel nochmal mit einer normalen Schoko-Steckdose. Also mit einem Schokostecker, wo ich an jede Steckdose dran kann. Das Gerät erkennt diesen Adapter immer. Ich kann dieses Gerät auch über eine App steuern. Ich werde immer mal ein Bild von dieser App einblenden. Beziehungsweise, wenn ich die Ladeströme messe, komme ich da nochmal näher zu. Also für das Video mit den Ladeströmen, da werden wir mit diesem Gerät auch arbeiten. Der Vorteil von dem Gerät ist, ganz klar, ich kann an alle diese Steckertypen mich anklinken und mein Fahrzeug laden. Das ist so der Hauptvorteil
den ich erstmal gesehen habe. Der zweite Vorteil ist natürlich, über diesen Schokostecker lade ich mit dem Gerät schneller als mit diesem Original Ladeziegel von Hyundai. Der lädt nur mit 2 kW und dieser Stecker hier, der lädt mit 3 kW. Und das macht schon noch einiges aus. Also 3 kW nicht ganz, sind glaube ich 2,7 gewesen, aber mehr als 2, definitiv. Also was beim Fahrzeug ankam, waren um die 2,7. Sehe ich sehr vorteilhaft, weil ich dann an der Steckdose natürlich auch schneller laden kann. Weil in Deutschland ist es so, die meisten Schokosteckdosen sind halt wirklich mit 16 Ampere abgesichert, aber sind eigentlich nur für 10 Ampere Leistung ausgelegt, so wurde es mal gesagt. So. Ich möchte auch gleich den Nachteil von diesem Gerät beleuchten. Es ist teuer. Das Set kostet um die 650 rund Euro, also das ist schon sehr viel. Und es hat auch wieder den Nachteil, es lädt über alle drei Phasen. Also es ist drei Phasen tauglich, was eigentlich einfach nicht erforderlich ist bei diesem Auto, wie ich es schon mal erwähnt habe. Ich brauche eigentlich nur ein einphasiges. Und da gibt es auch Alternativen, aber ich bin auch auf keine gestoßen, die mir wirklich so richtig zugesagt hat. Ich werde auch gleich mal die Alternativen zeigen. So, ich will jetzt nicht groß Werbung machen für irgendeine Firma, sondern einfach nur vorstellen, was für ein Gerät ich meine. Und zwar gibt es hier Geräte, die sind, auf einer Seite haben sie auch den CE-Stecker, wo man auch ganz normal diese drei Adapter anschließen kann, die ich jetzt gezeigt hatte. Und auf der anderen Seite hat man hier einen Typ 2 Adapter. Dazwischen ist nicht diese große Box, wo man extra nochmal einen Typ 2 reinstecken muss, sondern einfach nur ein Gerät, was einfach die Elektronik quasi verarbeitet, damit das Fahrzeug erkannt wird. Beziehungsweise mit der Fahrzeug diese CE-Dose erkennt, weil da kommt ja nur Strom. Natürlich gibt es hier Gerätschaften, habe ich schon gesehen, wo dieser Mittelteil, diese Elektronik, im Stecker verbaut ist. Bisher habe ich das aber nur als 16 Ampere Gerät gefunden und das hier wäre sogar ein 32 Ampere Gerät. Wie gesagt, ich würde halt das Maximum an Ampere mir auch zulegen, das wären die 32, um einfach die schnellste Ladegeschwindigkeit zu haben. Und deswegen kann ich nur sagen, spart euch das Geld vielleicht für so ein aufwendiges Gerät. Wenn ihr nur eine Phase laden könnt, versucht irgendwie ein Gerät zu finden, was vielleicht eher handlicher ist. Ansonsten, es funktioniert super, das Gerät. Ich kann es über die App steuern, das kann man bei diesen aber auch. Das ist Geschmackssache. Es nimmt halt auch viel Platz weg. Es ist halt schon ein klobiger Kasten. Ne? Aber man muss dazu sagen, das hat eine Wandhaltung noch dabei. Da ist noch so ein Blech dabei, was dann hier sich einhakt. Das kann ich an die Wand schrauben und dann kann ich das Teil jederzeit als Wallbox benutzen. Das ist so der große Vorteil, denke ich mal. Also ich muss das nicht immer mitschleppen. Ich kann es auch als Wallbox benutzen. Momentan schleppe ich es mit, weil ich halt viel teste. Bei meinem nächsten Video, was um Ladeströme geht, werde ich dann auch nochmal von Säule zu Säule gehen und auch jede Steckdose einmal austesten und vorführen, wie es anzuschließen ist und wie die Ladeströme sind. Also die Ladeströme ist ja eigentlich falsch. Eigentlich ist ja die Ladeleistung entscheidend. Also das, wir sprechen ja hier in Kilowatt, also Leistung. Das wäre es jetzt vorerst erstmal gewesen mit dem, was ich in meinem Auto habe und womit ich arbeite. Ich hoffe, das war übersichtlich und strukturiert genug, um das nachzuvollziehen. In meinen nächsten Videos werde ich da nochmal näher drauf eingehen, was die einzelnen Ladevorgänge betrifft, wie ich es eben schon gesagt habe. Ich werde erstmal kurz irgendwo hingehen, wo es nicht so windig ist, weil ich halte schon meine Kamera in den Kofferraum, damit es quasi nicht ins Mikrofon pustet. Und wo könnte es schöner sein als im Auto selbst? Hier, wo man sich gerne aufhält. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich weiß, ich bin jetzt nicht allzu sehr auf andere Fahrzeuge eingegangen. Ich habe zwischendurch mal den Zoe erwähnt, auch mal das Wort Tesla gesagt. Klar, es gibt auch viel mehr Fahrzeuge. Es geht eigentlich hauptsächlich darum, mit welchen Stromstärken kann der laden, beziehungsweise mit wie vielen Phasen kann er laden. Das ist eigentlich so das Entscheidendste, glaube ich, immer noch bei diesen Ladekabeln und bei dem Ladeequipment allgemein. Ganz klar, der Kofferraum soll nicht zu voll sein.
Deswegen schleppt nicht zu viel mit euch rum, aber habt für alle Notfälle mal was dabei. Also diese Kabeltrommel habe ich in den meisten Fällen auch nicht dabei. Das Verlängerungskabel hat bis jetzt immer gereicht, falls mal was sein sollte. Ansonsten benutzt habe ich die Kabeltrommel schon dreimal, als ich sie dabei hatte. Und da bin ich natürlich auch froh, dass ich es dabei hatte. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen ein bisschen und freue mich dann aufs nächste Video mit euch. Macht's gut!